Fußballfans, wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. An meiner Seite, wie eigentlich immer, Frank Buschmann. Und an meiner natürlich Wolf-Christoph Fuß. Und wenn es nach uns geht, dann wird hier auch gleich angepfiffen. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Schauen wir kurz auf die Formation. Ist ein 4-5-1 geworden. Und wie schätzt du die Gastgeber heute ein? Kurz vor Weihnachten dürfte Ihnen angesichts der Tabelle warm ums Herz werden. Als Tabellenführer sind Sie natürlich mittlerweile einer der Titelfavoriten. Dietmar Schönlebe leitet das heutige Spiel. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Rausch. Gondorf. Wagner. Er zieht ab. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Super Flanke. Tja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Jung wird. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Gondorf. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Vrančić. Der Ball rutscht ihm über den Spann und dann ist die Chance vorbei. Einen Moment nicht richtig aufgepasst und das wird auf nassem Rasen bestraft. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Da zieht er ab. Was für ein Tor! Da kommt ihm seine ganze Technik zugute. Ganz stark im 1 gegen 1. Aber Wolf auch nicht wirklich gut verteidigt. Und so gibt es dann das Gegentor. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gondorf. Jung wird. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Rausch. Die Flagge kommt gut rein. Gondorf. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen.
Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Er schießt. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Wagner. Dahoud. Wird's gefährlich. Und er schießt. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Jung wird. Und damit sind sie am Ball. Da kommt der Schuss. Stindl. Tor, ganz stark gemacht. Das war ein super Volley. Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. 2-1, hier ist noch alles drin. Das könnte die Chance werden. Calderola. Ganz einfach an den Ball gekommen. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Schießt er ihn rein. Den hält er super. Rausch. Schöne Flanke. Einwurf. Heller. Super Flanke. André Hahn. Und da kommt er an den Ball. Wagner. Er bekommt Hilfe. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Was für ein Schuss, was für ein Tor. Ja, da hat er es von weit weg probiert und wird mit diesem Treffer belohnt. Und den hat er super getroffen und eigentlich müsste sich ja herumgesprochen haben, dass er aus dieser Entfernung brandgefährlich ist. Ja, genau. Sowas wollen wir hier sehen. Was für ein Distanzschuss. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf.
jung wird. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Sieht gut aus, der Pass kommt. Schaut gut aus, aber sie müssen weiter konzentriert arbeiten. Zur Halbzeit liegen sie auf jeden Fall mit 3:1 vorne. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Der Schiedsrichter pfeift an. Die zweite Hälfte läuft. Jung wird. Flanke kommt, wird das eine Chance? Er fasst sich einfach mal ein Herz und zieht ab, aber zu weit weg und damit einfach für den Torwart. Calderola. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Schuss! Trifft er, ja! Drin! Tor! Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. So ein Ball, so einer, der ist absolut unhaltbar. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Jung wird. Heller. Und direkt zurückgespielt. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Da kommt der Schuss. Der Ball streift die Latte, das war eng. Er geht runter, gute Leistung und eine seiner besten Szenen sehen wir jetzt nochmal in der Wiederholung. Oben rechts schlägt ein, überhaupt nichts zu machen für den Torwart. Franjic. Kann er den Ball behaupten? Jetzt haben sie den Ball. Xhaka. Ball im Aus, Abstoß. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Niemeyer. Xhaka. Das ist der Treffer. Und
genau dafür wurde er eingewechselt. Er macht sein Tor. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Diaz muss Einwurf geben. Gondor. Calderola. Vrančić. Niemeyer. Da nimmt er ihn den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Die Gäste werden wechseln. Heller. Niemeyer. Korb. Branimir Gota. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Macht er ihn. Klasse aufgepasst vom Torwart. Er gibt Freistoß. Klar. Es wird eine Auswechslung geben. Gut rein. Er lässt sich da nicht aufhalten. Der Torhüter kann jetzt abstoßen. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Das war einfach und er hat den Ball. Er bekommt Hilfe. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Problemlos hat er hier den Ball. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Er muss runter. Folgerichtig, würde ich sagen, oder? Er hat einfach einen schlechten Tag erwischt. Und angesichts dieser Leistung war klar, dass der Trainer irgendwann reagieren muss. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Gondor. Fabian Johnson. Und Raphael. Ganz stark abgeblockt. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Branimir Gota. Und da holt er sich den Ball. Vrančić. Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie. Ich sag mal kurz und knapp, klare Angelegenheit. Ja, Wolf, dominantes Auftreten bis zum Schluss. Und so war der Sieg, wenn wir ehrlich sind, nie in Gefahr. Heute wirklich gut gespielt, Buschi. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.